Hallöchen Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Valheim mit dem lieben Madisso. Ja! Und auch der liebe Wally ist da. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Abendtag, gute Nacht, was auch immer. Sag irgendwas, das ist eh egal. Guten Tag. Ja, in der letzten Folge habe ich mich am Bootshaus versucht, was mehr schlecht als recht funktioniert hat, auch noch gar nicht angefangen hat, weil ich immer noch beim Steg bin. Darum wird es aber in dieser Folge einfach gar nicht gehen, aber wenn ihr wissen wollt, was ich da versucht habe zu machen, könnt ihr gerne in die Infokarte klicken, da ist die letzte Folge. Ansonsten haben wir relativ viel hier im Lager rumgebaut. Wolli war so nett und hat uns Erze mitgebracht, also Bronze und Zinn hast du uns mitgebracht, ne? Weil ihr habt ja gesagt, Kupfer habt ihr genug und von daher dachte ich mir, naja, ich hab davon eh am meisten. Genau, weil Wolli spielt heimlich immer noch viele, viele Stunden und bringt uns dann ab und an mal Erze mit, damit wir hier ein bisschen vorankommen. Genau, ich bin euer ja, Leader. Ich hab mich dann zwischen den Folgen ein bisschen noch ums Haus gekümmert und hab diese tolle Sitzecke und den Kessel hier hingebaut. Und hier vorne einen kleinen Balkon. Den haben wir jetzt auch. Die Jungs haben ihn sicher gewünscht, jetzt haben sie ihn und hoffentlich sind sie jetzt ruhig. Mal gucken. Uns fällt bestimmt noch was Neues ein, was wir haben wollen. Auf jeden Fall. Es würde mich nicht wundern. Vielleicht wollen wir auch irgendwann mal eine Sauna haben. Jetzt reicht's. So, aber in der Folge wollen... Genau. Und damit ihr wisst, was wir jetzt in der Folge noch machen wollen, werde ich das mal noch schnell sagen, bevor ich überquatscht werde hier. Und zwar wollen wir mit dem Boot jetzt nun mal endlich ein wenig hinaus. Und zwar wollen wir dann hier zum Uralten in diese Richtung. Damit wir... Warum ist denn beim Uralten ein Lagerfeuer? Keine Ahnung. Das ist grau, das muss irgendeiner von euch da hingesetzt haben, glaube ich. Graue Sachen, Wolli, sag mal, ist doch sowas, wenn man an der Karte aktualisiert hat von anderen, richtig? Ja. Okay. Also dann muss man mal Disto schon da gewesen sein oder so. Ich habe da keine Ahnung. Nee, vielleicht da hat da wahrscheinlich jemand, gesetzt. Da hat jemand wahrscheinlich eine Markierung nur gesetzt, genau. Ja, wahrscheinlich du. Ich. Nee, wahrscheinlich Wolli, weil er hatte doch die Markierung gar nicht. Ja, kann sein. Jetzt nee, haben wir dich wieder verwirrt. Meine Markierung ist auch ausgegraut, also. Okay, dann mal Disto. Ist ja nur auch egal, wer es jetzt so war. Ja. Auf jeden Fall wollen wir da jetzt mit dem Schiff, wir rüsten uns aus. Wollen mit dem Schiff dann mal dahin fahren und uns da in der Nähe schon mal eine Basis bauen. Wow, vom Basisbau zum Basisbau. Aber damit man dann schon mal so einen kleinen Anhaltspunkt hat, wo wir dahin können, um eventuell dann irgendwann den Kampf gegen den Uralten aufzunehmen. So, jetzt habe ich auch genug gelabert. Wollen wir jetzt anfangen? Ja, es ist vor allen Dingen wieder dunkel. Ich habe die Schnauze voll. Ich habe einfach die Schnauze voll. Ja, dann bis ich immer mal so fertig schlafen gehen. Ja, bis ich immer mal so fertig bin, ist immer nachts. Ja. Das Spiel will mir halt auch was sagen. Quatsch einfach nicht so viel, ich sag's euch. Wir können dann ja, ja erstmal, wenn dann die Nacht rum ist, erstmal also Rüstungen bauen und die, ja, also dass man erstmal alles komplett habt. Helm, Hose und keine Ahnung, vielleicht Schwert oder Axt oder irgendwie sowas. Achso, und eine Sache noch, Madisso hatte übrigens einen sehr guten Einfall, dass wir unsere Betten vielleicht nach hier oben verräumen. Und die Kisten nach unten. Was eigentlich eine ganz gute Idee ist, aber ich glaube, mir fällt gerade ein, warum das nicht geht. Weil ich glaube, hier oben kann man kein Bett haben wegen dem Lagerfeuer. Müssten wir mal mit einem Bett ausprobieren dann. Ja, werde ich jetzt auch machen. Es ist ja nachts, ich baue mein Bett einfach mal ab. Ach, jetzt schlaft ja alle schon. Ja. Ja, wir versuchen es, aber irgendwer baut hier an seinem Bett rum. Wie, jetzt könnt ihr auch nicht schlafen? Das verstehe ich jetzt aber gar nicht. Donk. Obwohl, wenn du oben also ich könnte nicht schlafen. Das Feuersymbol hast, dann könntest du das Bett dort positionieren, dann sollte das funktionieren. Ja, hab ich. Ja, dann kannst du das Bett da oben bauen. Echt? Was mich gerade extrem triggert. Okay, wir können es aber dann auch nur auf einer Seite bauen. Erzähl weiter. Ja, das macht ja nichts. Ein Teil der Bodenfliesen ist gedreht und wenn man von unten guckt, dann sind die Balken quer. nur das eine. Nee, zwei. Bei dir, wo du gerade standst, auch noch einer. Ah, okay. Ich weiß, bei dem einen habe ich das dann mit Absicht gemacht, weil ich habe es dann reingesetzt und dann, scheiße, das ist falsch rum. Ich lasse das jetzt so. Es bleibt jetzt so. Ab mit dir ins Bett jetzt. Ich schlafe jetzt hier alleine. Na denn? Im Mädchenzimmer.
Du schläfst ein und planst die Arbeit für den nächsten Tag. Im Traum erledigst du sie. Du hackst Holz, suchst nach Nahrung und jagst nach schnellem Wild. Toll, ich träume jetzt sogar schon von der Arbeit. Toll. Ich glaube, du brauchst Urlaub oder so. Ist echt so. Genau. Ich bin reif für die Insel. Ich würde aber sagen, das mit den Truhen machen wir nicht jetzt, oder? Nee. Sie denn hier unten hinzustellen ist viel besser. Wir müssen dann aber auf der Seite unsere Betten hinstellen. Also eigentlich da, wo sie jetzt stehen, so. Nur ein hochgesetzt. Ja, das passt ja. Aber wir hatten ja uns was anderes vorgenommen. Mal zur Abwechslung. Sollten wir uns vielleicht auch dran halten. Nehmt euch Nahrung mit, wenn wir dann los. Also, naja, gut, soweit ist es dann noch nicht, aber Nahrung mitnehmen. Wir müssen ja, genau. Dann kriegt erstmal Rüstungen bauen. Ja. Essen, fassen. So, was können wir denn alles machen? Bronze, was mache ich denn in der Zwischenzeit? Gute Frage. Essen? Ja. Ja. Haben wir noch 30 Edelholz? Ich kann mal gucken. 30? Dann könnte ich den Fermentierer bauen. Ja, wir haben 32. Naja, dann brauche ich davon. Aber können wir den Fermentierer schon bauen? Na, sobald ihr Bronze habt, ja. Ich guck erst. Wo ist der? Bei Herstellung gucken ist der, glaube ich. Herstellung, Fermentiere. Man braucht 30 Edelholz, 5 Bronze, 10 Harz und die Schmiedings können wir also. Ja, dann darfst du das. Genau. Dann beschmeiß ich dich mit Holz und bring dir Harz mit, oder hast du das? Ja, aber kann ich mir auch selber holen. Aber die Frage ist, wo wollt ihr denn hinhaben? Soll ich den auf den Balkon stellen? Na, würde der nicht nach unten mitpassen, da in die Ecke? Warte, ich zeig dir gleich wo. Ich habe eine Vision. Du hast eine Vision. Okay, ich hole dann schon mal 5 mal Bronze gucken. Und dann... Handleuchte. Jetzt steht mein Bett im Weg. Juhi. Ja, die Wandleuchte ist cool. Aber ich wollte... Ja, die können wir oben definitiv gebrauchen. Ja, das ist cool. Was ist das denn jetzt? Ey? Warum komme ich denn jetzt an den Rand? Jetzt habe ich mal Disto damit beschmissen. Na toll, ich stehe doch hier. Man, das, du musst das Hart wieder rausschmeißen. Das Hart ist ein Edelholz. Ja, ich hab's auf den Tisch gelegt. Ah, sehr nett. Danke. Und das Edelholz. Nicht in den Dreck geschmissen, wie Gülse es immer macht. Und das Edelholz. Ach so. Ja. Bitteschön. Da hau ich jetzt drauf rum. Was ist denn besser? Kupfer oder Bronze? Kupfer, oder? Nee, Bronze. Na, Bronze. Du willst doch eine Bronzerüstung haben. So, okay, wo soll der Fermentierer hin? Mattis, du machst du für mich gleich mit? Bronze. Ja, kann ich machen. Wolli, sorgst du mir dann die ganzen Zutaten, die ich dir so ansag? Ja, ich zeig Wolli nur, wo der Fermentierer hin muss und dann bringe ich. Ja. Hier. Kannst ihn hier hinstellen. Da hinstellen. Da, hier in diese Ecke, wo ich jetzt stehe. Okay. Fertig. Ach du Scheiße, ist das Ding fett. Aber ist okay. Ein Bronze-Abgeier. Wir können uns mitmachen, juhu! Das ist eine Zweihandwaffe. Das ist sowas, naja, nicht ganz so ähnlich wie dein Hammer. Kannst du dir vorstellen, das ist so eine Art, ja, längere, ich weiß nicht, kennst du eine Hellebarde? Ja. So eine Hellebarde, heißt das nicht Hellebarde? Hellebarde, Hellebarde. Ja, ich Hellebarde. Hello, Feind. Hellebarde. Geil. Okay, so dann, du willst bestimmt als erstes einen Bronzehelm haben, oder? Ja, ich glaube, hatten wir hier nicht irgendwo einen Helm? Von wem war denn der Wolli? War der von dir? Bestimmt. Hier ist also ein Bronzehelm haben wir schon. Okay, dann brauchen wir einen. Oder so. Ja. Der war richtig levelt. Dann brauchen wir, gut, ich besorge, Hirschfell. Hirschfell brauchen wir auf jeden Fall. Bronze besorge ich mir mal selber. Okay, warte, Felle, wo sind sie? Ich werde da mal schon die ersten Tränke machen, wa? Oh, wie viel brauchen wir, Hirschfell? Moment. Erstmal 2. Aber bring ruhig mehr mit, weil ich glaube, wir brauchen dann auch mehr. Ja, wir müssen mal gucken, was wir so alles zum Anziehen. Bronze-Brustpanzer. Ah ja, okay. Ich wollte sagen, wenn wir alle einen Helm haben, wäre ja der Bronze-Brustpanzer das nächste dann. Ja, ich brauche noch einen Helm. Den mache ich mir dann gleich. Ja. So, ich nehme das mal auf. Okay. Ein Helm. Putz. Fertig. So, dann gibt es für uns Bronze
Oh Gott, ich habe Borstener keine Haare mehr. Brustpanzer. Was hast du? Ich habe eine Glatze. Oh mein Gott. Okay. Du hast Haarausfall. Ich habe den Bronzehelm aufgesetzt, jetzt habe ich eine Glatze. Okay. So, dann zweimal Bronze- und Brustpanzer nehme ich an, oder? Ja. Okay. So. Den kriegst du gleich. Dann bronzener Beinschutz zweimal. Dom, 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 dom. Also, Okay. ich kann keine Tränke herstellen, weil wir nicht die nötigen Zutaten haben. Oh. Mir fehlen in erster Linie Gemeinheit. Beeren und, ja, eigentlich fehlen mir Beeren. Die Beeren Blaubeeren habe und ich alle zu Himbeeren. den Schweinen geschmissen. Oh, na toll. So. Kannst du ja Das, da das, rausholen und denen was das. anderes geben. Dann kriegst du Ja, erstmal Pilze das kann ich denen da. geben. Und das da. Wow. Vielen Dank Sehr für die gerne. So, was? Rüstung. Für die Ja, ui. Rüstung. Vielen Dank, wie lieb von dir. Was brauchen wir jetzt Genau. noch? Was haben wir denn hier? Lederhose, Tunika. Ach so, einen Bronzeumhang gibt es wahrscheinlich nicht. Was für eine Waffe wollen wir denn haben? Naja, am praktischsten würde ich sagen, wäre eine Axt, weil damit kannst du auch gleich Holz hacken. Ich habe schon eine Axt. Ah, clever. Dann brauche ich noch mehr Leder. Und Okay. zwar Hirschlederreste Lederreste. oder? Lederreste brauche ich. Genau, vier. Ich bin unterwegs. Und acht Holz. Normales Holz. Genau. So, noch Okay. mehr Bronze. Ach, schlepp dich zum Tisch. Wie viele Lederreste brauchst du? Vier, glaube ich. Ach, ich bringe da einfach mehr mit. Ich bringe da einfach mehr mit, okay. Ja, jetzt Ich habe bringe ich dir den Kupfer ganzen Kack und du eingesteckt. kannst ihn dann wieder wegbringen. So. Ja, habe Kupfer Hier, damit du eingesteckt. dich nicht beschwerst, da auf den Tisch gelegt. Da. Danke. Mal zur Abwechslung nicht in den Dreck geschmissen. Okay, ich bräuchte jetzt noch Blaubeeren, aber haben wir auch nicht, ne? Ich brauche Doch, mindestens Blaubeeren fünf. haben wir in der Kiste, aber nicht so viele. Ja, ich habe drei. Nix haben wir. Zu wenig. Ich brauche So. fünf. Leider. Bronze Speer. Nee, Bronze Axt. Was machst du eigentlich? Hast du mir Lederreste oder Leder gebracht? Ich glaube, du hast mir Leder Lederreste. gebracht. Es gibt doch Echt? Lederreste. Es Ja, gibt die doch liegen noch auf dem Lederreste. Tisch. Da. Wo denn? Wo Da, denn? hier. Ja. Hier, wo Ach, ich da stehe. nebendran. Ah. Das habe ich in der Unordnung hier nicht gefunden. So. Bronze Axt. Was kann man Eine denn und am noch Kessel alles eine. machen? Wildschweinfleisch, Metmischung, Ey. Bärenmarmelode. Ich wollte hier Metmischung gesund machen. Die gibt 50 Gesundheitspunkte. Ist quasi ein Gesundheitstrank. Ja, aber wir haben ja nicht so viele Blaubeeren. Ja, das ist das Problem Ja. gerade. Ansonsten Naja. hätte ich mal einen Schwung machen können, aber ja, dann ist das halt mal so, dass es Dann nicht halt so ist. nicht. Dann nimmt So. nicht, ne. Dann räume ich erstmal alles wieder weg. Düse, willst du auch endlich ein Bronzeschwert haben? Na, Wolli sagt, Axt oder Schwert nimmt sich nicht so viel. Ich glaube, aufgrund des Ach Gewichts so. wäre dann wahrscheinlich besser. Also aufgrund des Gewichts würde ich sagen, also wenn du jetzt nur auf das Gewicht gehst, also das Schwert ist leichter als die Axt. Aber eine Axt Ja, aber brauchst du die ja Axt noch hat immer man ja eh wieder. dabei. Ja, Ja, eben. richtig. Vielleicht könntest du dir noch ein Doppel. Schild schmieden oder so. Das wäre vielleicht noch Deswegen eine werde ich wohl auf Option. mein. Was denn? Das war ein Tänzchen in Ehren. Mein Distro wollte gerade an mir vorbei und ich aber auch an ihm und wir sind immer in dieselbe Richtung gegangen. Ach so. Warte, hier, Axt. Zack. Ich habe schon eine. Was? Wieso denn? Wieso habe ich da noch eine gemacht? Hä, ich habe doch schon vor ewig vielen Folgen eine gemacht. Oh je. Ach so. Da haben wir Was jetzt ich noch halt bräuchte, eine. wäre, wenn, dann eine Bronzespitzhacke. Das haben wir nicht. Kann man die schon machen? Ja. Sobald du Dann mache ich Bronze jetzt auch herstellen noch kannst, kannst du die auch Bronze machen. Spitzhacken. Also Okay. ich bin ready. Ich bin voll versorgt hier. Du bist Rettich. Cool. Ich bin räudiger, Reine ranziger Rettich. Rettich. Räudiger, ranziger Rettich. Was wollte ich jetzt machen? Eine Spitzhacke. Bronze Spitzhacke. Bronze Spitzhacke. Ich brauche noch Kernholz. Haben wir Kernholz? Glaube ja. Irgendwo in der Holztruhe. Hatte ich was Wolli, gehst du gesehen? gucken? Ja, ich gehe mal gucken. Ich bin ja eh schon oben.
Ich mache mir jetzt noch ein Kupfer. 41, wie viel brauchst du? Drei. Moment. Anni, Glüse, wolltest du auch eine Bronzespitzhacke? Ja. Okay. Dann sechs. Und wenn du nicht Annika im Let's Play nennst, ist das nicht so schlimm. Okay. Weil ich gerade gemerkt habe, du hast schnell versucht umzuschwitzen. Umzuschwitzen, genau, richtig. So ungefähr. Gut, dann okay. Da, hinter euch. Ich weiß nicht. Wieder hinter uns. Oh, jetzt wäre ich fast über das Kernholz geflogen. Und ja. Einen Flug können wir auch schon bauen. Ja. Aus Kernholz und Bronze. Ja. Cool. Moment. Ich habe nicht mehr genug Bronze. Mann, ich brauche Holz. Wolli, kannst du mir Holz geben? Was brauchst du denn von Holz? Normales Holz. Ja, ist echt so, man ist einfach so vollgepackt. So, was wollte ich jetzt nochmal? Die. Brauchst du denn? Die. Zwei. Spitzhacke. Haben wir nicht. Kriegst du 13. Was? Okay. Haben wir nicht, müssen wir bestellen. Was? Bei Amazon. Ja. So. Da und okay. Ja, jetzt brauche ich eine Truhe oben. Eine Madisto-Truhe. Ich brauche auch eine Krüse-Truhe. Ich lasse mal da unten einfach stehen. Und das Bett. Uns noch irgendeinen Umhang machen können wir nicht, ne? Also leider nicht. Also ist nur der Trollumhang dann praktisch. Ja. Der nächste Umhang wäre dann, naja, einer aus anderen Tieren. Aber nicht aus Wölfen, oder? Ich hab's gewusst. So, das und das und das. Bronze Axt. Wow, Bronze ich bin Axt. Leicht wie eine Feder. Ich hatte auch schon eine Bronze Axt. Ja, so kann man natürlich auch Bronze verschwenden. Ich habe hier noch eine Bronze Spitzhacke gemacht. So, bitteschön. Dankeschön. Das dann dahin und dahin und Feuersteinaxt brauche ich auch nicht. Können wir uns eigentlich noch einen besseren Bogen machen? Theoretisch ja. Was habt ihr denn für einen Bogen? Edelholz? Nee. Haben wir noch den normalen Bogen? Madisto hat ja jetzt deinen Bogen. Ja, genau. Edelholzbogen könnt ihr euch machen. Nö, ich kann. Wo denn? An der Werkbank. Oder? Ich glaube, entweder an der Werkbank Edelholzbogen, oder an der Spiegel. Ja. Dafür brauche ich aber 10 Kernholz und 10 Edelholz. Das haben wir nicht mehr, ne? 2 Edelholz haben wir und 35 Kernholz. Okay, dann also werde ich mal fix noch. Hier oben. Naja, Birken dann fällen! Würde ich sagen, ja. Ey, hast du meine Birke? Hast du meine Birke gesehen? Ja, Birkenholz? Hast du eine Birke gesehen? Nee, hier sind draußen. Viele draußen vor dem Fenster. Geh auf weg, die Birke. Oh, wieso habe ich denn schon wieder keine Ausdauer mehr? Wenn du noch was gegessen hast? Doch, nee, habe ich. Ja. Aber ich weiß gerade gar nicht mehr, worauf ich es ausgelegt habe. Ich glaube, so ein Mischmasch. Und das da. Mischmasch! Nein! Was ist das Bleib da? Stehen. Buchensamen. Wo sind denn Samen? Da vielleicht? In der einen Truhe vor der Tür. Die hat jetzt kein Schild mehr. Weil da jetzt die Tür okay. Dafür haben wir jetzt einen schönen Balkon. Okay. Naja, es wird ja dann eh nochmal umgeswitcht. Tatsächlich. Moment, was ist das? Hacke? Bronzespitzhacke. Okay. Summ, 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 summ. Macht da hinten nicht noch einen Birkenstamm? Da, 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 da. Ist da etwa ein Gegner? Du Schuft! Der macht sich in unserem Bootshaus zu schaffen. Ach, die Sau. Das noch gar nicht existiert. Ja. Zwei sogar. Auf die Nase. Stich, stich. Weggemessert. Warte, du hast heimlich von Kraft geträumt. Oh Gott. Wir sind alle verloren. Das sagt der Richtige. Wow. Ich kann Humpen machen. Ist mir egal, was ihr jetzt machen wollt. Ich hab Wie so. Wie kommen die hierher? Ich hab einen Humpen. Jetzt freu ich nur noch mit. Ja, den können wir leider nicht machen, tut mir leid. Manu, ich bin ins Wasser gefallen. Oh je, bist du ertrunken? Nee. Aber nass. So, ich habe gleich wieder zwei Birken gepflanzt.
Das ist gut. Yay! Wuhu! So, jetzt möchte ich mir bitte einen Edelholzbogen machen. Von hinten, du Schuftentier! Lalalala. Erwischt. Springen auf Level 28. Schön. Wow. Ja. Du bist ein echtes Kaninchen. Ja! Baum fällt in welche Richtung? In meine Richtung. Natürlich, immer in meine Richtung. Die Bronzespitzhacke ersetzt die Geweihspitzhacke, richtig? Ja. Gut. Ja. Oh, schön. Die ist wuchtig. Ach, eigentlich brauche ich den Speer ja auch nicht mehr. Warum habe ich jetzt Holz gehackt? Ich brauche überhaupt kein Holz. Keine Ahnung, weil ich damit angefangen habe und alle machen mit. Das finde ich gut. Ja, richtig. Ich nicht. So ein Ding, das sah spaßig aus, also mache ich mit. Genau. Du bist aber leicht zu beeindrucken. Oh, Holz hacken! Ja. Ha. Ich habe es über den Graben geschafft. Hat mich auch beeindruckt. Wow. Du Grabenspringer, du. Ja. Was ist mit euch, Schwein? Schwein liebt mich. Ah, nur eins davon liebt mich. Ah, Moment, die lieben mich gar nicht. Die lieben mich so gegenseitig. So ein Scheiß. Wie haben die jetzt Babys gemacht da unten in der Grube? Zumindest war da ein Herz, bis ich etwas interruptet habe. Aber vermehren die sich nicht eigentlich nur, wenn die... Die Zahn müssen sind? Alle gezähmt sein, ja. Du musst einfach nur Futter reinschmeißen und einfach nur warten. Und der Rest geht dann von allein. Also sind das ist die jetzt strange. Gezähmt? Warum waren dann da Herzchen? Egal. Lassen wir die mal in Ruhe. Wildschweinzahmheit 81%. Ah. Wildschweinzahmheit 92%. Die haben aber auch kein Essen mehr. Warum haben die denn kein Essen mehr? Ich hab denen was reingeschmissen. Das ist alles weg. Und dann haben sie es weggefuttert. Ja, na toll. Deswegen, solange sie Futter hatten, haben sie uns noch geliebt. Jetzt weg mit Pilze. Euch. Ich hatte den Pilz da reingeworfen. Die sind weg. Komplett? Ich hab die eingesammelt aus Versehen. Deswegen sind die böse auf mich. Na, du hast ihnen das Essen geklaut. Ich guck gerade in mein Inventar, Pilze. Dachte ich, ich hab überhaupt keine Pilze eingesammelt. Ja, bitteschön. Vergnügt euch an den Pilzen. So, ich wäre dann soweit. Ja, was denn? Ja, ich auch. Für die große, weite Fahrt. Okay. Habt ihr Essen mit? Ja. Genug? nee, wahrscheinlich nicht genug. Ich habe 44 Erdbeeren dabei. Himbeeren habe ich dabei. Die sehen immer aus wie Erdbeeren. Und ansonsten dreimal Hirscheintopf und zweimal Wildschwein-Dörrfleisch. Also so viel ist es nicht, was ich dabei habe. Das reicht dafür eine Aufnahme, oder? Ja, ich denke schon. Ich nehme noch mal einen Schwung Honig mit. So, jetzt reicht's. Ja. Jetzt los hier. So, los! Repariert noch mal eure Sachen und dann... Och Mann, ey, hab ich schon gemacht. Musst du... Ach. Und dann reiten wir los. Mit dem Schiff. Nach Texas. Auf dem Wasser. Ich muss mein Schwert noch, meine Axt reparieren. Mann, ey. Ui, es wird Nacht. Schön. Wollen wir nicht noch mal schlafen? Genau, ja. Wir gehen noch mal schlafen und dann... Dann machen wir noch mal warum kann ich denn aber meine Bronze-Axt nicht reparieren? Ach so. Doch, hab nichts gesagt. In der Schmiede. Hab gar nichts gesagt. Ach so, ach, auf einmal sind. Ah ja, gut, okay. Du hast nur ein Klingeln im Ohr gehört. Hab ich gehört, ein Klingeln? Ja, so ein Schnarch, Grunz, Schnarch, Grunz, Schnarch. Hm. So. Ab ins Bett, zack. Synchron schlafen. Auch schön. Genau. Ja. In deinem Traum sitzt du neben einem Feuer in einer großen Halle und du bist von den Gesprächen bekannter Stimmen umgeben. Obwohl ihre Gesichter verschwommen wie Rauch, bla bla bla. Ja, ist immer schade, dass das so schnell weg ist, ne? Ja. Mhm. So. Hier unten stinkt, ihr habt alle gepupst. Möchte jemand noch ein Eis? Ja, gib mir ein Eis, ich will ein Eis. Ja, ein Eis. Wow! Möchte noch ein Creme. Ja. Knackig, kühl und cremig. Mit Augen oder was? Ja, passend natürlich. Zu Halloween. So. Wo ist Eis? Ja, warte. Da.
Oh, Eis. Augencreme? Einfach snacken. Okay. Und sich freuen. Denkt dran, Okay. alle Türen zuzumachen. Der letzte Wieso? Mal die Tür Ja. zu. Ah, oh, scheißegal. Okay. Was hier? Scheißegal. Ich scheißegal die gleich eine. Oh Out. Mann. Oh. Jetzt hast du wieder aufgemacht. Entschuldigung. So. Hui. Ach, da ist das Boot. Ja. Naja. Der Kahn. Fischkutter. Ich halte mich fest. Kann man sich Was auch bin ich denn hinsetzen? für ein Wikinger? Ich komme nicht mal ins Boot. Oh je. Ich halte Wer mich fest. möchte fahren? So, okay. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Bootschein. Was du darf. Bootschein A38. Nee, das war der Also, wir müssen auch eigentlich genau in die Richtung, wo Passierschein wir gerade reingucken. Also hingucken. Oh. A38. Sieht niemand. Ui. Also das Boot kann auch kaputt gehen, das wisst ihr auch. Ja. Ja. Okay. Ist eigentlich die Idee, ich könnte So. es ja nebenher dann immer reparieren. Ach, geht ja gar nicht. Ohne, nee, geht ja nicht ohne Station. Ja. Kann man auf dem Schiff eine Station bauen? Nee, leider nicht. Oh, schade. Ich weiß nicht, ob man dann später, es gibt nachher, es gibt ja glaube ich insgesamt drei Schiffe, ob man das nachher auf den letzten kann, das weiß ich auch nicht, das ist ja recht groß. Es gibt drei Schiffe. Drei Schiffe, ja. Cool. Das ist ja geil. Ich will ein großes Schiff. Jetzt, gerade eben, gehört das erste Mal und schon will ich eins. In welche Richtung soll ich denn segeln? Ist das mehr so? links. Also Okay. momentan, ja, momentan ist noch okay. Okay. Hier ist Haus Ein 2. bisschen weiter nach links wäre noch gut, aber ansonsten. Ja, so passt. Jetzt eigentlich Okay. nur geradeaus. Okay. Oh, wir sind aber flott unterwegs, oder? Ja, wir haben auch Das Rückenwind. Naja, geht. fast. Naja, fast. Ein bisschen nach rechts wieder. Obwohl, eigentlich kannst du erstmal fahren. Wir können ja am Ende noch mal ein bisschen ausjustieren. Erstmal so 3000 Kilometer verkehrt gefahren. Wow. Ja. Ja, warum wir gar nicht Eine gedacht haben. Seefahrt, die ist lustig. Woran? Hatten wir noch Sotlingkerne? Nee. Ja, Ja, ich Moment, glaube. weiß ich gar nicht. Also wir bräuchten insgesamt vier Stück und dann könnten wir Portale bauen. Ach, Dann hätte man immer quasi stimmt. gesehen hin und her switchen können, dann hätte man sich sozusagen einmal die Fahrt hier gespart. Müssen wir ja natürlich, wenn wir dann Cool. wieder Nahrung oder so brauchen, müssen wir wieder zurücksegeln. Das wird ein Abenteuer. Soll ich noch mal umdrehen? Ja, das ist egal. Warum fällt dir das auch erst ein, nachdem wir auf halbem Weg schon sind? Hui, Land in Sicht. Aber das ist noch nicht das Land, wo Land wir hin in wollen. Sicht. Was? Das ist noch nicht das Land, wo wir hin wollen. Hier waren Ich wir schon weiß. mal, da haben wir auch Ja, Kerne ja, ja, gesammelt. ja. Da haben wir unser Raft, wollte ich sagen. Unser, wie heißt es? Floß kaputt Floß. gemacht, als wir geschlafen Genau. haben. Genau. Warum sind denn hier so Steine im Wasser? Damit Da unser hinten ist so Boot eine kaputt einzelne geht. Insel. Da kann man bestimmt wieder Chitin abfarmen. Wo? Wo, wo, wo? Ja, wenn du jetzt geradezu weiterfährst, dann landen wir genau da. Könnte so eine Insel sein, da kann man immer Chitin abfarmen. Muss man sich aber wieder, Cool. uns aber wieder beeilen. Vor allem, ich habe erstmal gar nicht mein Inventar leer gemacht, ne? Naja. Für alle richtig gut vorbereitet. Läuft. Naja, ich habe schon mal 49 Holz. Aber Ach nee, geradeaus, es sieht aber nach einer nee, normalen es Insel aus. sieht eine normale Insel, ja. Sowas gibt's auch. Ah, links, links, Geil, so links, eine links, Mini-Insel. links! Boah, sind wir schnell unterwegs. Hohahaha. Ich bin ein bisschen Voll vom Kurs geil. abgekommen. Hey ho, hey ho. Weiter weiß ich Denkt aus, nicht. Piraten, yo ho. Eine Seefahrt, die macht schlau. Schlo? Ja. Boah.
wird mir vom Zugucken schon schwummrig. Oh! Hui. Alter cool. Verwalter. Und jetzt kommt eine Seeschlange. Das fetzt. Nein, sowas gibt's nicht. Mattest du ein bisschen mehr nach rechts? Ja. Ja, noch weiter nach rechts. Sicher? Okay. Ja. Jetzt sind wir wieder auf Kurs. Sehr schön. Ja, ich glaube, wir bewegen uns nicht mehr. Nee, weil, ja, das heißt das Rudern. Rudern, rudern, rudern. Das wäre halt cool, wenn alle rudern könnten. Nee, ja. Nicht. Vielleicht bei dem ganz großen Schiff. Das wäre toll. Ich will das ganz große Schiff. Das ganz große Schiff habe ich ja auch noch nicht, weil ich ja noch gar nicht die Gegebenheiten dafür habe. Aber ich habe schon mal ein ordentliches Drachenboot. Cool. Cool. Das soll ich jetzt auch cool sagen? Sagen wir jetzt alle cool? Cool. Wir sagen jetzt alle cool. 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 Cool, 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 cool. Wow, hier ist eine Birke. Ja, wow. Genau da müssen wir hin. Ist das der Harz oder sind das die Alpen? Weiß das jemand? Weiß ich nicht. Ja. Vielleicht ist es der Mount Everest. Nee. Meinst du, wir sind in der Mongolei? Vielleicht. Ich meine, wir sind weit gefahren. Land in Sicht. Ach, guck mal, sogar eine Insel. Da könnten wir potenziell sogar eine kleine Mini-Basis bauen. Geht uns keiner auf den Sack. Oh, cool. Wobei, die können ja schwimmen, die Gegner, oder? Aber so weit vielleicht nicht. Die Idee ist vielleicht gar nicht blöd. Aber wie wollen wir denn immer rüberkommen? Wimmen. Mit einer Brücke. Über die dann die Gegner laufen können. Ja, die Insel ist ein bisschen sehr klein, findet ihr nicht? Ja, die muss man da natürlich dann... Erweitern, meinst du? Hinter sich abreißen. Ja, naja, irgendwie so, dass man halt den letzten Absatz springt oder so. Aber die Insel ist doch sehr klein, oder was? Am besten segelst du mal Richtung weiter rechts, da ist das Grasland, weil wenn wir gleich direkt im Düsterwald unser Lager aufschlagen, dann werden wir mal ganz schnell überrannt. Schon wieder. Nee, ich will das nicht mehr. Guck mal, da sogar ein Schwein. Das ist eine Schweineinsel, das ist ein Schwein. Oh, wow. Ein Schwein. Wow. Das Schwein hat Schwein gehabt, das hat eine eigene Insel. Ja. Das ist super, deine Hilfe, ich will hier runter. Das vertreibt dich sonst und sagt dann, ey, geh weg. Dafür zahle ich Steuern. Genau. Schwein, Grund und Boden. So, hinten da diese Eiche, da könntest du, glaube ich, ansteuern. Meinst du? Ja, so ein großer, dicker Baum, so. Ja. Das ist eine Eiche. Oh, da oben ist ein Gebäude. Wo? Links. Ach, da. Ja. Cool. Hey, können wir uns doch daraus schon. Ich wollte gerade sagen, vielleicht daraus eine Festung, eine Basis bauen. Ja. Sehr gut. Gut, dann müssen wir uns nur noch merken, wo wir das Schiff parken. Nein, ich krieg nicht rein. Machen, ne? Autsch. Na toll. Den einzigen Stein muss ich natürlich noch mitnehmen. Okay, so. Ich bin Erster. Oh. Können wir gar keine so eine tolle Fahne dabei? Sie werden den Boden rammen. So, mein Land, ich bin der Erste. Und alle, die schon hier wohnen, so, ey, geh mal weg. Du hast Wildschweine gefunden. Oh, nimm mit. Hey, wo seid ihr? Und das ist jetzt unser Haus. Weißt du, wie kleine Kinder hier irgendwie vielversprechender aus. Ich muss dir erstmal. Naja, trotzdem sind wir gleich am Düsterwald, ne? Ja, gut, stimmt. Wie viele Meter sind's? Ich guck mal. Oh, gleich eine Kupferader hier. Oh, hier bleib ich. Ja. Ich, hier hinten stehe ich jetzt im Düsterwald, wisst ihr Bescheid, ne? Ist doch gut, oder nicht? So. Ich baue da mal eine Werkbank oder so. Wollen wir wirklich hier unser Haus bauen? Ja, weiß ich nicht. Mir ist es egal. Ja, bau mal eine Werkbank. Ich habe gerade eine Idee.
ich habe gerade eine Werkbank gebaut. Oha. Funktioniert die schon? Und es fängt an zu regnen. Ja. Nö, ich glaube nicht. Brauch Holz. So, dann werde ich mich mal schnell beteiligen. Ach, das war so schneller als ich. Achtung! Auf die Fresse! Ja. Ins Gesicht. Wollen wir auch hier den Eingang so auf der Seite haben oder wollen wir den seitlich haben, den Eingang? Nee, mach den Eingang, lass den Eingang mal. Warte mal, wo ist denn der Eingang? Hier, quasi in Richtung Berg hoch. Ich hätte sonst hier jetzt eine Tür eingesetzt. Da. Ja, ja, du machst das schon. Kann der, ja, Rest ja, zu, ja, ja. Kann der Rest zu, oder? Ja, ja, ja. Lalalala. Nein, bleib hier bei mir. Was? Was? Ich hab meinen Baumstumm verloren. Ach nö. Oh nein. Warum machst du denn sowas? Ich mach uns erstmal ein Feuer, oder was? Das ist eine gute Idee. Feuer, Betten. Nee, du brauchst eine 45er. Hä? Mach mal das. Wenn es für mich bestimmt war, das wird so ein wälzernes Dach, wo so halb schräg ist. Ach so, das soll ja erstmal nur dienen als Unterschlupf. Naja gut. Meine ersten Behausungen sind auch nie. Okay. Hey, da sind schon wieder Gegner. Blockiert? Wieso blockiert? Oh, da willst du eine Drachenverzierung? Ja, sehr gut. Wir waren Gegner. Was sind Drachen? 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 Hast du nicht gesagt Drachen? Drachenverzierung. Ach so. Fehlende Voraussetzungen. Ich habe kein Holz mehr. Ich habe schon mal eine Kiste hingesetzt. Sehr gut. Gleich neben den Lagerfeuer. Mache ich das nochmal weg. Das weg, das weg. Und dann das dahin. Wie sieht es denn eigentlich mit eurer Aufnahme aus? Ach so, ja. Folge, ja, da war ja noch was. Wir bauen hier alle fröhlich und... Richtig. So, ich würde sagen, dann beenden wir mal die Folge, beziehungsweise haben die anderen das auch gesagt. Ich habe hier nämlich nichts zu melden alleine. Und ja, mit unserer halb fertig gemachten Mini-Basis hier werden wir in der nächsten Folge weitermachen. Werden mal gucken, was dieses Land hier zu bieten hat, was das für ein Biom ist, was wir hier alles entdecken. Ich bin schon sehr neugierig. Und ja, im Abspann habe ich euch die Playlist von Madisto verlinkt, auch seinen Kanal, schaut da gerne vorbei. Meine Playlist habe ich euch auch verlinkt, falls ihr eine Folge verpasst habt, könnt ihr da gerne reingucken. Ja, und ansonsten hoffe ich dann, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin habt eine wunderschöne Zeit. Macht es gut, tschüss. Ciao, ciao.